Adrian Derungs, Europa ist in Sachen Export der mit Abstand wichtigste Zielmarkt für die Zentralschweiz. Was ist deine Einschätzung dazu? Ja, es zeigt ganz klar, Europa ist einfach unser wichtigster Handelspartner. Und zwar letztlich für die ganze Zentralschweiz. Klar, Nidwalden ist ein bisschen Ausreißer, da haben wir auch Pilatus Aircraft, die natürlich auf ganz anderen Märkten auch spielt. Aber sonst muss man sagen, Europa, das ist unser wichtigster Handelspartner, dort verdienen wir am meisten Geld. Und von dem profitieren wir am meisten. Und darum ist es natürlich auch wichtig, dass wir endlich das Verhältnis wieder klären, unter welchen Spielregeln handeln wir zusammen mit Europa. Was ist denn die aktuelle Situation zwischen der Schweiz und der EU? Jetzt haben wir ein Jahr lang, ist der Verhandlungsabbruch her, ziemlich genau vor einem Jahr gewesen. Und leider, muss man wirklich sagen, ist viel zu wenig passiert seitdem. Der Bundesrat hat zwar auch angegeben, wie er jetzt die Probleme lösen will. Das ist grundsätzlich gut, aber man muss jetzt ganz ehrlich, wenn man das nüchtern betrachtet, es hat ein paar Sondierungsgespräche gegeben, aber das ist absolut noch nichts Konkretes. Also man hat ein paar Auslegeordnungen gemacht, aber man hat noch nicht über konkrete Vorschläge diskutiert und das geht einfach viel, viel zu langsam. Die Situation ist also unbefriedigend. Was heisst das jetzt ganz konkret für die Wirtschaftsregion Zentralschweiz? Die wird ganz konkrete Auswirkungen haben, hat sie heute schon, weil mit jedem Tag, wo wir da länger warten, erodieren die Verträge, die bilateralen Verträge mehr, sie werden nicht mehr angepasst. Das heisst, dass auch immer mehr Branchen und einzelne Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen schlicht und einfach nicht mehr dürfen oder unter heutigen Regeln nicht mehr können in Europa, in den europäischen Ländern, in Deutschland, Italien, Frankreich, was auch überall, wo man tätig ist, schlicht und einfach nicht mehr können, anbieten. Und das ist ein riesiger Nachteil, denn wir haben vorhin gesagt, Europa ist schlicht und einfach unser wichtigster Handelspartner. Die IHZ ist Interessenvertreterin von über 700 Unternehmen in der Zentralschweiz. Was fordert die IHZ hinsichtlich im Verhältnis mit der EU? Wir fordern auch vom Bundesrat, dass er vorwärts macht, dass er konkret wird, dass er den Austausch mit Europa sucht, und zwar eben nicht nur mit Auslegeordnungen und nicht erst in 4-5 Jahren, sondern er braucht die Lösungen jetzt. Auch Horizon Europe, also in der Forschungszusammenarbeit. Es ist auch gut, wenn man andere Wege, wenn man Abkommen mit anderen Ländern außerhalb von Europa sucht, aber es ist kein Entweder-Oder, sondern wir brauchen stabile Beziehungen und stabile Rahmenbedingungen, wie wir mit Europa geschäftet. Das ist ganz klar ein Auftrag und da hat der Bundesrat, das ist Politik gefordert, weil sonst wird die Schweiz wirtschaftlich und gesellschaftlich verlieren. Das ist eine ganz klare Konsequenz, wenn man mit Europa nicht vorwärts möchte.